Ja, ich berichte hier live über das aktuelle Krakenproblem. Meine Mutter! Meine Mutter! Sie haben sie erwischt, die Kraken! Kraken, das ist ein sehr gutes Stichwort. Wie haben Sie sie erwischt und wie lange hat es gedauert? Hat die Krake ihre Mutter auf klassische Art und Weise erwürgt? Oder ist die Krake in den Mund ihrer Mutter hineingekrochen und hat sie so erstickt? Sie müssen den Zuschauern schon mehr bieten, meine Damen und Herren. So wird natürlich nichts. Ich gebe zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Sie lauern in Schränken in Ihrem Auto und dort, wo Sie es nicht erwarten. Der ultimative Schrecken. Leise auf acht Armen. Attacke der bluthungrigen Killerkraken! Doch zum Glück aller macht ein Mann diesen Schrecken zu seiner persönlichen Angelegenheit. Ehemaliger Doppelagent, Rennfahrer und Herzensbrecher, Bob Plotnick. Aber es geht um unsere Sicherheit. Begleiten Sie Bob Plotnick, wie er sämtlichen Hinweisen nachgeht, jede Spur verfolgt und nichts dem Zufall überlässt. Ich habe Fragen. Ich habe keine Antworten. Ein Spiel gegen die Zeit, um die Welt vor dem gefährlichsten Wesen, der Killerkrake, zu befreien. Nein, auch der Professor weiß nichts. Jedenfalls tut er so. Sehen Sie zu, wie Bob Plotnick mit allen Mitteln das Rätsel der tödlichen Kraken entwirrt. Und Sie, Frau Schlönske, sollen nun die Antwort auf meine Fragen haben. Nur wenn Sie die richtigen Fragen stellen, Herr Plotnick. Doch wem kann er trauen? Dem aufstrebenden Meeresbiologen, dem windigen Reporter, der geheimnisvollen Schönheit oder sich selbst? Action, Spannung, Verrat, Erotik, Spezialeffekte, der Film, den Sie immer schon sehen wollten. Attacke der bluthungrigen Killerkraken. Ein Film, der neue Maßstäbe in Sachen Unterhaltung setzt. Von Anfang an ging es nur um Sie, Herr Plotnick. Die Wissenschaft weiß viel, aber nicht alles. Was? Weltpremiere beim Filmfestival im Stadthafen 2015 in Rostock.